Hallo und willkommen hier wieder zu Pokémon. Und zwar ist heute Feuer erweitert dran, in erweiterten Modus. Und wir spielen mal. Verfügbare Gegner werden gesucht und da haben wir auch schon wen. Makadox mit Metall und Psycho. Wir sagen Kopf. Und haben den Münzwurf gewonnen. Dann beginnen wir auch natürlich. So, hoffentlich gleich mal eine Basis. Ja, sogar sehr gut auch noch. Das legen wir daher gleich. Ich sag, fertig Schmiede haben wir hier. Ein Logok. Ein EP-Teiler. Gegen ein Magianer. Okay, da setzen wir gleich mal den Abschiedsbrief ein, um eine andere Karte zu holen. Gut, legen wir da mal einen Logok noch runter. Sicherheitshalber eine Feuerenergie. Ebenteil auf Logok. Und es sind fertig. Nächste Runde können wir schon die Attacke einsetzen. Panzerfalle, 20 Schaden plus, wenn es dann in der nächsten Runde Schaden bekommt, 8 Schadenspunkte auf das gegnerische Pokémon. Fängt reale Effekte von gegnerischen außer Schaden bei jedem Pokémon. Okay. Das ist eigentlich ziemlich gut als Schutzwall. So. Was ist da unten? Ah, ein Cosmog. Und ein Muskelband. Ich bin im Zug. Okay, das können wir natürlich machen. Wir können die Energie legen wir natürlich hier drauf. Machen wir noch Brief vom Prof, ein paar noch Feuerenergie da holen, um das Deck auszudünnen, dass wir andere Karten noch ziehen können. Und jetzt greifen an mit Panzerfalle. Pack. Ah, Schwäche auch noch. Mal zwei, das ist ja mal cool. Okay, Kismetwunsch. Das ist so eine grausliche Attacke. Wahrscheinlich wieder jetzt jeder dem seine Energien dahergeben. Also er hat keine. Hat keine Energie. Das ist mal Pech. Wir haben hier in Hülle und Fülle Energie. Detonator, ja, legen wir den daher. Können wir natürlich gleich besiegen, indem ich da einfach Energie. Ja, das machen wir. Legen wir da Energie drauf. Dann aktivieren wir helle Flamme. In der nächsten Runde dann einfach mit unseren Schmieder die Karten da recyceln. Und noch eine Energie, noch ein Ignivo. Tja, leider hast du nur überhaupt keine Energie da dran. Oh, was ist das? Ein Xerox X. Und er macht es mit einer normalen Energie. Okay. Team Flare-Rüpel. Ja. Ja, natürlich. Hat auch Schwäche mal zwei bei Feuer. Zweimal Unterstützer. Das werden wir gleich mal besiegen, würde ich sagen. Das da natürlich den da. Tak, tak. Fertig. Und tak. Greifen an mit helle Flammen, um es gleich mal zu vernichten. Wir brauchen den nicht. Kismetwunsch brauchen wir überhaupt nicht. Ein Glurak-Gex haben wir gezogen. Mit einer Energie kommt er nicht so weit. 20 Schaden. Dann 50 plus 60 macht auch nicht viel. Und noch Möwen. Okay. Schaden gestiegen, nicht viel. Ha, da haben wir nochmal einen Schmied. 1, 2. Da legen wir das Glurak hin. Und er hat aufgegeben. Das war mal richtig schnell. Ein Tagesbonus. Die Herrentruhenbelohnung. Okay. So ein Ticket. Und wir haben hier einen Sieg von diesen sieben. Fertig. Ich würde sagen, wir. Oh, da kommt ja noch was. Ja, ein Booster Pack, glaube ich, haben wir da jetzt. Ja. Burning Shadows. Aber wir sind schon knapp dran bei Lugia X. Siegesserie haben wir schon zwei
Aber spielen wir mal da. Nochmal. Gegen Yukito 86. Er hat einen Vorteil. Und an. Wie heißt es nochmal? Zekrom? Nein, nicht Zekrom. Ah. Das Z-Ding halt, ich weiß es nicht mehr. Zekrom ist ja mit Reshiram und so. Zygarde, jetzt habe ich es. Okay. Was lege ich? Ich kann nur eines legen, das ist Igniur. Dafür kann ich recht schnell Solar-Dings machen. Wer beginnt eigentlich? Ich. Oder er. Okay, ich beginne. Ja, dann legen wir das mal da gleich. Ja, haben wir da die Energie drauf. Holen wir uns dann noch zwei. Ich könnte natürlich das einsetzen, aber dann ist der weg. Dann ist der weg. Vielleicht. Und dann ist das auch weg. Ah, ich muss es so machen. Ich hoffe, er hat jetzt keine Stadionkarte, weil 20 mehr Schaden. Oh, Doppelenergie. Was? Doppelenergie? Warum? Da kann er ja gar nichts machen. Was ist das? Regirock X. Demeteros X. Ach, kack drauf. Egal hier. Ramot. Und Feuerenergie an Tortunator. Ach, soll ich es einsetzen? Nein, oder? Nein, noch nicht. Noch nicht. Solargenese. Welchen hole ich mir? Und dann kann ich auch noch zwei Basisenergiekarten auf ihn. Ja, Tortunator natürlich. Nochmal. Und zack. Und 1, 2. Und jetzt eine Energiekarte und das macht auch noch Schaden mehr. 20 weiteren Schaden. Hohohoho, das war knapp. Das war sehr knapp. Abschiedsbrief. Entei. Das legen wir doch gleich mal. Die Flammenenergie auf den. Oder auf, nein, machen wir es auf den lieber. Sicherheitshalber machen wir das nur auf den. Professor. Ja, ich. Nein, warte, jetzt erst noch das da. Haben wir noch ein paar auf dem Ablagestapel hier. Und dann machen wir den da. Also ich denke, warum haut es so viele Energie? Ja, da ist noch ein Schmied für nächste Runde dann. Ja, dann noch ein Abschiedsbrief für dich. Weil zu gerade. Ciao, ciao. Ich würde mal sagen, nächste Runde spätestens. Bist du weg? Wie viele Karten? Ja, machen wir noch Super Ball. Holen uns noch einen Incognito oder Logok. Nein, ich wollte. Nein, nein, das da. Ein Logok holen. Sicher ist sicher. Da machen wir Rückzug für Tortunator. Dann machen wir hier noch Panzerfalle beenden. Ha, okay. Flordelis, na, gegen das, warum? Achso, ja, dass er nicht mehr Schaden bekommt. Aber trotzdem, sonst warum? Warum, warum? Ich könnte Schmiede machen. Wie viel hat denn der noch? 170. Wie viel Schaden macht er? 160. Das wird jetzt heftig, deftig. Aber warum denn nicht? Ich könnte ihn auch natürlich besiegen lassen. Ist aber so gut dann. Nein, wir tauschen ihn, wir tauschen ihn, wir geben ihn. Ja. Machen einen Rückzug für den da.
Setzen. Schmiedern für den? Ja, dann ist er nämlich vielleicht weg auch noch. Setzen da Panzerfalle ein und lassen mal zukommen, was da noch ist. Wir können auch noch die GX-Attacke ansetzen. Ja, genug Energie da unten. Noch ein voller Delis, nein. Okay. Aber nächste Runde dann. Nächste Runde. Schaffen wir es dann. Nein, er kriegt auch noch 10, 30 dazu. Was ist das? Ach ja, komm, da hör wieder. Inkognito. Und Abschiedsbrief. Da legen wir jetzt ein Logo hin. Auf dem da. Genau, als Schutzding, falls das auch noch vielleicht weggeht. Dann das da drauf. Panzerfalle oder helle Flammen. Oder nur 20 und dann. Ich hoffe, er hat nicht nochmal Kampffahnder oder irgend sowas. Machen wir helle Flammen. Und fertig. Und die kommt wieder retour. So. Jetzt hast du nicht mehr so viel. 20 Schaden, nächste Runde mit meiner Panzerfalle. Kampf haben sie schon wieder. Ein Riolo. Eine Energie jetzt an Demeteros. Oh, das ist schlecht. Gut. Ich kann denn eine Energie da drauflegen. Bringt aber nicht so viel, weil 20 ist ja eh schon weg. Legen wir es auf Logok. Da machen wir eine Panzerfalle, ja. Wir brauchen nämlich auch diese Preiskarten da. EP-Teiler, das. Ah, EP-Teiler. Ja. Gut, da kannst du mit einer Energie schon machen, mit 30 Schaden. Dann kann er das machen, dann hat er wieder eine Preiskarte. Sehr gute Karte eigentlich. 30 Schaden dann an Pokémon auch noch. 30 Schaden zufügen. Komm. Legt dann Demeteros. Er muss angreifen. Dann ist aber dann nächste Runde sein Demeteros auch weg. Aber er macht es trotzdem. Und eine Energie dran gelegt. Kampffahnder, er holt sich wieder Fladelis wahrscheinlich. Nein, doch nicht. Conny holt er sich. Tortonator, du wirst es noch irgendwie überleben. Muskelband, Muskelband. Das. Und dann auch noch. Ah. Diese Spezialenergie. Schafft das jetzt? Oder steigert das nur 10? Oh, Mist. Er hat 60, 90.
Und dann das auch noch. Jetzt darf er drei Preiskarten nehmen und hat nur noch eine. Okay. Muss ich wohl mein Logok da hinsetzen. Das bringt mir ja auch nichts mehr. Logok da noch her. Und setzt dann einen, ja, Hitzesturm ein. Und zack, 120, es ist weg. Jetzt ist es ziemlich, naja, ausgeglichen würde ich gar nicht sagen, weil er hat keine Energie da unten. Gar nichts. Okay, mit denen kann er sich schützen natürlich. Er macht es aber an dem. 10 weitere Schaden. Okay, jetzt kann er gar nicht mehr angreifen. Wahlband. Muss natürlich schützen. Ist auch ganz logisch. Schmied. Legen wir ihn da noch 2 Energie an. Attackieren mit Hitzesturm. Einmal Kopf. Ah, okay. Zweimal Kopf, dreimal Kopf. Was? Was ist das? Warum? Oh, ich hab's. Oh, okay. Ich hab's nicht gelesen. Ich hab's nicht gelesen. Jetzt wechselt er. Er wechselt und will ihn einfach noch da. Noch mehr. Ich könnte natürlich das noch machen. Ist doch egal jetzt schon. Haben wir ihn da Energie drauf? Bis zum geht nicht mehr. Hier, 9 Energie. Logok, 9 Energie. Hitzesturm. Einmal, zweimal. Dreimal Kopf, viermal Kopf. Bang, 180 Schaden. Brief vom Prof. Und jetzt kommt wieder Lucario. Er muss 170 Schaden hier verursachen, weil es ist sehr wahrscheinlich, dass ich hier 180 schaffen kann. Er hat aufgegeben. Er hat aufgegeben und ich habe wieder gewonnen. Und der zweite Sieg hier mit wieder einer Box. Oder die Münzen. Und hier, das geht auch noch weiter. Habe ich jetzt schon zweimal Logok Axis, der MVP des Tages. Fertig. Siegesserie 3 bin ich da. Und Lugia fast erreicht. Einmal kämpfen müsste sich da wahrscheinlich noch ausgehen. Machen wir das einfach hier jetzt noch. Wenn er hier dann noch Gegner findet. Gegen die man Feuerdeck da antreten wollen. Ja, nein, ich weiß schon, was da kommt. Das ist sicher Vulkanion oder wie das heißt. Ah, okay. Ich habe die Münze verloren. Nicht mehr, was ich gesagt habe, also okay. Logok oder Ignior. Fliegen wir. Ach, ich weiß nicht. Ja. Legen wir das her. Bin fertig. Ich hab's gewusst. Ich habe sowas von gewusst. Okay. Das wird jetzt eine harte Nuss. Hundemund Sky. Was? Warum? Oh, das ist cool. Und ich bin im Zug. Brief vom Prof.
legen wir das da an. Okay, dann legen wir noch ein Hopper-Ex, um noch Ex-Pokémon zu suchen. 1, 2, 3. Dann machen wir das. Legen das und das weg. Brauchen die nicht. Holen uns. Soll ich nicht eine Ramot für die nächste Runde dann schon holen? Ja, holen uns eine Ramot. Dann lege ich das auch noch hin. Logo lege ich noch hin. Und ich bin fertig. So, Hundemon X. Er holt sich auch noch ein paar Energien. Mein Ex habe ich abgeworfen. Er benutzt es als, weiß ich nicht, Kampfschutz G. Setzt Schmelzhorn ein. Legt die zwei Karten von meinem Deck auf den Friedhof. Das macht mir eigentlich nichts. Ich leg das da drauf. Legt die Energie da noch daher. Nein! Was habe ich gemacht? Nein! Ich wollte. Kann ich da noch einen Schritt zurückgehen? Ach. Kacke. Kacke hier. Nein, ich wollte das nicht. Ach, da muss ich so machen. Da muss ich das so machen. Okay, und mit dem dann noch machen wir ein Fokushaus. 30 Schaden und holen uns eine Energiekarte. Nächste Runde kann er 50 machen und ihn auch noch eine Energiekarte holen. Was das jetzt eigentlich bringt, weiß ich jetzt gar nicht. Also eins seiner Pokémon an der Bank. Sollte jetzt da unten im bisschen liegen, wäre für ihn ja besser. Wenn er nichts hinlegt, dann hat er verloren. Wenn er wirklich nichts hinlegt. Okay. 80 Schaden, weitere Punkte. Bringt ihn aber auch nichts. Nicht wirklich. Er hat eine. Er hat das jetzt nicht so gemacht? Ich werde jetzt da ihn voll pushen, um da seinen Hundemon da extrem viel wegzubringen. Aber schauen wir uns das nochmal, ob ich da irgendwas finde. Machen wir noch einen Abschiedsbrief. Ho, 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 ho. Aber die brauche ich jetzt nicht. Da legen wir noch eine Energie an. Da natürlich. So, und jetzt machen wir mal einen Hitzesturm. Ernsthaft? 140 Schaden. 40 hat er noch. Er muss alle seine Energien aufopfern, damit er jetzt Logok besiegen kann. Und er braucht da unten auf jeden Fall was. Eindeutig. Gib deine Energien weg, bitte. Okay. Aber er hat verloren, oder? Na warte, ich meine, 40 Schaden muss ich machen. 40. Legen wir das hin. Schmied wäre jetzt cool.
Naja, machen wir das. Eins, zwei, fertig. Das legen wir da an. Und da greifen wir mit Flammenwurf. Und gewonnen! Dreimal hintereinander mit in erweitert mit meinem Feuerdeck. Lugok, Tortunator und so weiter. Wow, dreimal hintereinander. MVP des Spielers ist Lugok X schon wieder. Tortunator ist gar nicht so oft jetzt dran. Und da wir haben das Lugia erreicht. Yeah, Lugia X. Woo. Oh, da geht's jetzt weiter. Da ist nochmal Lugia X. Und das fast viermal. Wow. Und da Fiaro. Das ist ziemlich cool eigentlich, diese Fähigkeit. Das ist echt cool für den Anfang. Und da dann nochmal eine Lugia X. Kann ich eigentlich auch schauen? Nein. Nächster Sieg würde der das bringen. Wow, 6 noch nicht, kann mir das Deck kaufen. Okay, das war's mal für jetzt. Irgendwann mal kommt sicher wieder was. Ich meine, ich bin Siegesserie 4. Ich werde heute noch sicher diese Herausforderung machen, damit ich diese Boosterbacks bekomme. Und ja, ich sage nur, schaltet das nächste Mal wieder ein. Schreibt in die Kommentare, was ihr sehen wollt, was ihr für Decks haben wollt. Da, ich habe noch diese ganzen Decks in erweitert Modus. Okay, es sind welche. Was ich nicht gemacht habe, die waren ja schon da, wie ich es angegeben habe. Da, das nächste Mal kann ich auch mit Psycho spielen oder sowas. Aber ich glaube, ich werde jetzt noch das erweitert machen mit meinem Feuerdeck. Sind wahrscheinlich auch noch zu sehen. Und dann bis zum nächsten Mal, würde ich sagen.